Die Netzfrequenz in Deutschland, das sind 50 Hertz. So. Und diese Netzfrequenz ist konstant zu halten. Also immer 50 Hertz, immer. Wenn es irgendwie geht, immer 50 Hertz. Die Generatoren drehen sich also 50 Mal pro Sekunde um die eigene, also da, wo sich was dreht, um die eigene Achse. 50 Hertz. Je konstanter, je näher man an diesem Wert dran ist, umso besser für das ganze Netz. Wenn die Frequenz schön konstant bleibt. Also, obwohl ja die Frequenz immer so rauf und runter geht, aber die Frequenz selber, die sollte möglichst bei 50 bleiben. Wenn jetzt nicht genügend abgegriffen wird von der Energie, dann hat das Netz ein Problem. Dann fangen die Generatoren an und rasen wie verrückt, dann steigt die Frequenz. Wenn zu viel abgegriffen wird, dann sinkt die Frequenz. Deswegen ist es so wichtig, wenn man die Netzfrequenz konstant halten will, dass möglichst alles in Ruhe vor sich geht. Also das, was reinkommt, muss auch wieder rausgehen. So eine Art von Wehner-Satz. Herbert Wehner, der alte Sozialdemokrat, hat ja mal in einer berühmten Parlamentsdebatte gesagt, wer rausgeht, muss auch wieder reingehen. Und so ist das hier auch mit der elektrischen Energie. Was reingeht, muss auch wieder rausgehen. Und dazu ist es wichtig, die Netzfrequenz konstant zu halten. Wenn man keine konstante Netzfrequenz hat, dann kann es zum Blackout kommen.